Hallo meine Lieben und willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker. Mein Name ist Life, was alles die Life und mir ist etwas eingefallen. Dazu dann kurz, ich habe schon längere Zeit nicht mehr aufgenommen jetzt Zelda, deswegen muss ich erstmal abchecken, was genau los ist. Folgendermaßen, ich hatte zwar gesagt, dass ich offscreen, dass ich ja nach Preludien fahre und dort Tierfutter holen werde. Das werden wir auch, das ist nicht das Ding. Aber, und jetzt kommt das große Aber, mir fiel dann ein, dass wir ja noch 21 Punkte haben, also für VIP-Ticket, Dingsbums. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hereinspaziert, es ist wie jetzt eine Ehre. Jetzt das kaufen wollen? Einfach herzeigen. Ich kaufe sie da. Oder wollen sie vielleicht etwas kaufen? So. Oh, sie haben 30 Punkte gesammelt. Damit sind sie jetzt VIP-Kunde. Jeder VIP-Kunde erhält ein großartiges Geschenk. Ihnen zu einem Briefkasten in ihrer Nähe geschickt. Es kann aber ein wenig dauern. Also seien Sie bitte geduldig. Ich freue mich schon, Sie demnächst vielleicht als Super-VIP-Kunde begrüßen zu dürfen. So, das dürfte jetzt alles sein. Oh, wir brauchen jetzt diesmal 60 Punkte insgesamt. Sammelt Sie 60 Punkte und dann die Super-VIP-Kunde. Wollte ich nämlich eben noch zeigen. Ich glaube... Oh, ich bin gut. Gut, wir machen das jetzt kurz so. Ich werde hier jetzt einen kleinen Cut setzen. Da der zum... Was ist jetzt zum westlichen Feenkordial? Ich glaube westlichen Feenkordial hinfahren werden. Das werde ich aber offscreen eben machen. Und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Bis gleich. So, dann sind wir auch wieder zurück. Wie gesagt, ich habe hier jetzt einen kleinen Cut eingesetzt. Und wir machen weiter, denn zum einen sehe ich da drüben einen zappelnden Kasten, den würde ich gerne auskundschaften. Glück, wir müssen ja nicht ins Kordial rein, sondern nur einmal kurz hier gucken. Guten Abend! Ich habe einen Brief für T-Life. Hier ist der erste Brief. Dieser Brief ging per Nachname. Das macht 10 Rubine, ist Ihnen das recht? Boah, 10 Rubine, mein Gott. Ich begrüße Sie ganz herzlich als VIP-Kunden bei uns. Vielen Dank, dass Sie immer bei uns Terry-Händlern einkaufen. Auf Ihre Punktekonto sind 30 Punkte zusammengekommen, sodass wir uns erlauben, Sie mit dem heutigen Tag zu einem unserer VIP-Kunden zu machen. Jeder unserer VIP-Kunden erhält als besonderen Bonus einen Laudatio-Schein, der in allen landesweiten Filialen gültig ist. Bitte lösen Sie ihn bei einem Terry-Händler in Ihrer Nähe ein. Ich hoffe, Sie auch weiterhin als treuen Terry-Kunden begrüßen zu dürfen. Terry! Du hast den Laudatio-Schein erhalten. Hier ist nicht ganz klar, was es mit diesem Schreiben genau auf sich hat, aber man sollte es bei einem Terry-Händler vorzeigen. Du verwahrst es erstmal in deiner Posttasche. Ja, das Ding werden wir auch noch brauchen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wofür das... Für das Leuch... Erinnere mich da nur ganz vage dran. Und wir machen uns jetzt aber weiter auf den Weg zum nächsten Punkt. Und sobald ihr... Achso, das war nur der Fisch. Und sobald wir auch die Karte aufgedeckt haben, werden wir so ein bisschen die Augenriffe in dem Falle uns vornehmen. Und das werde ich euch später dann noch erzählen, wenn es soweit ist. Beziehungsweise, nein, eigentlich kann ich euch schon mal sagen, weil ihr das ja schon mal gesehen habt. Es gibt ja auch, eine Truhe immer für
die ganzen Riffe und da sehe ich eine Karte, sag ich schon. Einen Schatz, den ich gerne haben will. Ich hoffe, ich kriege ihn noch. Oh, noch einer. Noch mehr. Bingo, da haben wir es ja. Und 20 Rubine, da sage ich nicht nein zu. Sehe ich noch einen? Okay, hat noch gereicht. Na, was kriegen wir denn dieses Mal? 50 Ocken, nice. Habe ich doch noch ein Bingo. Ich glaube, das müsste ziemlich genau an der richtigen Stelle sein. Ich bin gut. Nun muss ich aber dazu sagen, ich konnte das eben auch nicht so deutlich sehen, gerade weil das Segel davor war. Also von daher. Und nochmal 50 Rubine. Sweet Baby! Okay. Haben wir denn hier noch irgendwelche Schätze? Nein, sieht nicht danach aus, aber. Ich sehe da gerade einen Fisch. Den würde ich gerne besuchen eben. Ich bleib doch mal stehen, ne? Oh. Was haben wir denn für eine Info? Hey, Jungchen, los, gib mir doch eine Seekarte. Jetzt wird gekritzelt. Die Augenriff. Oh, das trifft sich ja gut. Was haben wir denn da für eine Info? Du hast doch bestimmt schon mal diese komisch leuchtenden Kreise im Wasser gesehen, oder? Wusstest du eigentlich, dass es auch welche gibt, die man nur nachts sehen kann? Ja, das wusste ich, aber danke für die Info. So. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zum Vier-Augen-Riff, denn dort gibt es auch noch etwas zu holen. Und ich meine damit keine Fässer! Oh Gott! Ach du Scheiße. Mit Öl. Hä? Da sehe ich eine Kanone. Ach du Scheiße. Obama. Okay, eine Kanone ist schon mal weg, aber das hilft mir auch jetzt gerade nichts. Hallo, hoch da. Oh, du kleiner Penner, ey, du gehst mir auch auf den Nerv langsam. Aber gut. So.
Kleine Pestbeule. Okay, lass mal nehmen. Geht ein Stück weiter nach vorne, da ich will nämlich mal kurz ein bisschen einsammeln. Falscher Knopf. Ah, nice, das hat sich sogar noch gelohnt. So, da drüben ist noch etwas. Was ist das? Ah, schade. Egal. Das ist jetzt nicht so jetzt dramatisch. Hier anhalten. Dann einmal raus. Dann würde ich gerne da hoch, wenn es möglich wäre. Dankeschön. Wenn auch immer da jetzt was runtergefallen ist, ich kann sowieso nicht mehr aufheben. So, der falsche. Oh ja, Bomben kann ich gut brauchen. Hm. Nur noch mal kurz den Wind umstellen, denn der müsste auf Norden sein und den stellen jetzt mal auf Süden um. Allerdings. Was kann warten? Die Kohle lasse ich da mit Sicherheit nicht links liegen, Leute. Das könnt ihr knicken. Wenn da jetzt Kohle ist, die gehört mir. Moment. Das wäre nämlich gutes Geld. Das hat doch gezählt? Wow. Die Truhe kann ich mir ja gleich immer noch holen, aber das möchte ich gerne noch dann haben. Oh. Wieder okay. Ach du Heiliger. Das ist aber sehr viel. Das sind aber sehr viele Schatztruhen. Eieiei, das kann jetzt dauern. Aber was haben wir denn diesmal? 20 Rubine, okay. Na, ah, das könnte knapp werden. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Na, was haben wir? 50 Rubine. Sweet. Da ist noch was. Perfekt. Nächste Truhe. Cash. So, da war noch einer. Moment. Da muss ich ein bisschen weiter nach da. Ich glaube, das müsste, glaube ich, gehen. Perfekt, hat auch geklappt. Sehr schön. So viele Schatztruhen, so wenig Zeit, um die alle einzusammeln. So wenig Zeit, um so viele Schatztruhen zu sammeln. Oh, noch mehr Geld.
Habe ich denn hier jetzt alles oder gibt es hier noch mehr? Sollte mich, wenn ich jetzt ganz ehrlich sage, würde mich sogar nicht mal wundern, wenn hier noch mehr wäre. Aber ich glaube nicht. Naja, es sieht nicht so danach aus. Okay. Dann haben wir hier zumindest alles, das ist gut. Dann kann ich jetzt erstmal wieder dahin zurück, weil das ist so viel gutes Geld eben, was war das? Das kann ich dann nicht einfach liegen lassen. Abgesehen davon, das muss ich auch sagen, brauchen die Kohle ja eh. Ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme. Das könnte schwierig werden. Nein, scheiße. Fuck. Aber ich gebe nicht auf. Ach komm! Spiel sitzen wir jetzt allen Ernstes erzählen, dass es nicht geht, da rüber zu kommen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Och, jetzt. Geh mir aus dem Weg. Danke. Jetzt wünschte ich, ich hätte irgendwo jetzt gerade magische Energie, die ich gerade gut brauchen könnte. Und sei es auch nur ein kleines bisschen. Ich sagte magische Energie, keine Kohle. Aber danke trotzdem. Alter Knopf. Oh. Ja, danke Spiel, aber die bringt mir jetzt herzlich wenig. Die bringt mir jetzt wirklich herzlich wenig gerade. Weil volle Energie habe ich schon. Okay, gut, von dort aus könnte ich das noch schaffen. Ja, von hier aus kann ich das schaffen, aber ich müsste wissen. Von welcher Seite aus? Okay, Osten. Alles klar, gut zu wissen. Das werde ich mir merken. Okay. Ich wollte gerade sagen, mach mich jetzt nicht schwach, Spiel. Danke. Na, was haben wir? Eine weitere Schatzkarte. Wobei, ich habe ehrlich gesagt gerade an eine andere Karte gedacht. Aber gut, lassen wir das dabei. Gut. Haben wir soweit alles hier, können wir also weg. Dann würde ich eigentlich ganz gerne, bevor ich den Party beende, zur Mutter- und Kindinsel gehen.
Denn dort gibt es nämlich auch noch etwas, das man, glaube ich, machen kann, aber ich kann mich da jetzt täuschen. Wie gesagt, ich glaube es nur, ich kann mich da jetzt echt täuschen. Beachtlich, dass du diesen Ort hier gefunden hast. Ich bin die Königin aller Feen. Na sowas, du erschrickst ja gar nicht, Kind. Du gefällst mir. Ich werde Pfeil und Bogen neue Kräfte spendieren. Boom, Shakalaka, Baby. Oh, geil. Die Kraft von Feuer und Eis wurde in deinen Bogen aufgenommen. Du kannst jetzt durch Drücken von R zwischen deinen Pfeilen umschalten. Oh yeah. Die Eispfeile lassen selbst die lodendsten Flammen zu Eis erstarren. Die Feuerpfeile lassen selbst stattlichste Eismassive zerschmelzen. Die Feen dieser Quelle werden all deine Wunden lindern. Bediene dich ruhig ihrer Kräfte. Kind, ich muss zugeben, dass ich dich überaus süß finde. Der Blick vom neuen König. Das war gut, dass sie hier gelandet sind. Das war sogar sehr gut, weil die Feuer- und Eispfeile, die können wir tatsächlich sogar brauchen. Es gibt noch ein paar Items, die wir uns krallen müssen, aber das machen wir erst im nächsten Part. Ich guck noch mal kurz immer auf die Karte, denn es möglich ist. Da war doch irgendwas mit... Nein. Komm, das war doch hier irgendwo. Nein. Mal hier? Nein. Ich glaube, Ignisspitze war das, unter anderem. Da war aber noch was. Insel? Nein. Genau. Die Firninsel und die Tapseninsel. Die Firninsel und die... Ignisspitze, glaube ich. Warte mal. Moment. Firninsel. Drei Augenriff, Treppsieg. Nein. Wo ist denn das jetzt? Nein. Gottchen, wo war denn das jetzt? Ich suche nicht die C4-Insel, auch nicht die Terra-Insel. Ich muss nochmal bei Gelegenheit gucken. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Inseln das waren. Ich war eigentlich der Meinung, es müsste die Firninsel unter anderem gewesen sein. Da
Aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Egal, wie auch immer, auf jeden Fall machen wir hier, wie gesagt, Schluss. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie gesagt, beim nächsten Mal gucken wir dann bei den Inseln nach, wo wir da noch hin müssen. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich kann daraufhin danach sagen, bis dahin. Ciao, ciao.